Du bist in mein Herz gefallen, wie in ein verlassenes Haus. Hast die Türen und Fenster weit aufgerissen, das Licht kann rein und raus. Jetzt kommen die fetten Tage, Linda, wir haben so lange auf dich gespart. Was sollen wir euch sagen? Warum willst du in die SED? Weil die Ideale des Kommunismus auch meine ganz persönlichen sind. Also, wenn es die nicht schon gäbe, war die Weltanschauung, dann hätte ich da auch selber drauf kommen können. Und ich habe keine Zeit mehr, Rolf. Ich muss nicht noch wein? Frühschicht. Ciao. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Na, du willst mich ja nicht. Und wenn doch? Ich stelle mich nicht mehr an. Es hat einen Unfall gegeben. Es gab ihn tot. Ich hab euch das gesagt. Ich hab euch das gesagt! Willst du denn immer gegen den Strom schwimmen? Wenn es sein muss. Aber das ist doch kein Leben, du. Das könnte so ein schönes Land sein. Es ist ein schönes Land. Ich war Kommunist. Man kann auch Kommunist sein, ohne ein Schwein zu sein. Ich werde nicht um Verzeihung bitten. Aber mir selbst kann ich das nicht verzeihen. Schämst du dich für mich? Ich bin bei dir. Was wird das? Na, ich guck einfach so lange in den Spiegel, bis ich mir mein Leben glaube.